mein Name ist Norbert Mienwegen. Ich bin Geschäftsführer der SK Stiftung Kultur der Sparkasse Köln-Bonn und freue mich seit November 2020 jeden Tag in den Mediapark 7 kommen zu dürfen. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeichnet diese operativ tätige Stiftung aus, dass wir satzungsgemäß ein Geschenk für die Kölnerinnen und Kölner sind. Mein Name ist Ursula Schröter. Ich bin Referentin für Kinder- und Jugendliteratur bzw. Literatur- und Leseförderung hier bei der SK-Stiftung Kultur der Sparkasse Köln-Bonn. Die Schreibschule haben wir ins Leben gerufen nach einem Schreibwettbewerb für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche. Ich erinnere mich noch sehr gut an deine Bewerbung, Michael. Und ich habe gesagt, den nehmen wir. Der ist mutig. Der traut sich was. Ich habe unglaublich viel gelernt, einfach in dieser Zeit zuhören und sehr präzise über Dinge sprechen. Das kannte ich so aus der Schule einfach. Also aus der normalen Schule kannte ich es nicht. In der Schreibschule habe ich es dann kennengelernt. Ja, das mit der Schreibschule. Dieter und ich, wir haben lange überlegt, ist es der Titel, ist es wirklich Schreibschule, schreckt es die Jugendlichen nicht eher ab? Und irgendwie sind wir dabei geblieben, weil von ganz vielen von euch, also auch bis heute immer noch, so eine Rückmeldung kommt, hey, das ist eine Schule, die ist ganz anders. Mhm. Das ist ein ganz anderes Tick, da tickt was anderes. Das ist die Kölner Schreibschule für Jugendliche, eine etwas andere Schule. Ja, ich bin Simon Rupiper, arbeite hier bei der SK-Stiftung seit fast 2 Jahren und arbeite mit Birgit zusammen im Bereich Medien, Kunst und Film. Ich bin Birgit Hauska und ich vertrete den Bereich kulturelle Bildung und Vermittlung, Medien, Kunst und Film. Innerhalb dieser Schwerpunkte kann man sagen, konzentrieren wir uns auf den Kurzfilm und bei der Medienkunstvermittlung ist unser Fokus speziell auf Generationenprojekten. Heutzutage mit den Smartphones in der Tasche, im Grunde entsteht ständig und sekündlich so viel medialer Inhalt. Man kann sagen, dass der Kurzfilm kommt schnell auf den Punkt, ist ästhetisch sehr vielfältig, entwickelt eine eigene Bildsprache. Das ist eine Komposition, die Anordnung der unterschiedlichen Filme. Ich bin Priska Höflich und zuständig für Heimatkunde in der Akademie für uns Kölsche Sprach. Und mein Name ist Ruth Wolfram und ich bin zuständig für Seminare und Sprache hier. Die Akademie für uns Kölsche Sprach ist eine Bildungsinstitution. Du kannst hier nicht nur Kölsch lehren, du kannst dich vor allen Dingen auch weiterbilden in Kölsch. Wir haben eine Bibliothek, in der gibt es über 30.000 Titel. Du findest hier alles, was die kölsche Seele glücklich macht. Also uns ist sehr wichtig, dass die kölsche Sprach am Leben bleibt. Wir haben festgestellt, die Mischung macht's, analog und digital. Das heißt, wir bieten neben unseren Präsenzkursen auch Online-Kurse an. Somit können dann Leute weltweit Kölsch lernen. Witzig, die Mischung macht's, ne? Ja, das ist ein Spruch von Smarties, genau. Ne? Oder? Mein Name ist Thomas Thorausch. Ich bin stellvertretender Leiter des Deutschen Tanzarchivs Köln. Das Deutsche Tanzarchiv Köln ist ein international renommiertes Spezialarchiv für die Geschichte und Gegenwart der Tanzkunst. Ich glaube, mit einem Archiv ist es wie mit Fallschirmen. Seine Funktion erfüllt es eigentlich erst, wenn es sich öffnet. Aus dieser Grundüberzeugung heraus versteht sich das Deutsche Tanzarchiv Köln als verlässlicher Partner von Ausbildung, Forschung und Wissenschaft, von Hochschulen und Universitäten. Das Tanzmuseum ist das Schaufenster des Deutschen Tanzarchivs Köln. Hier zeigen wir einmal im Jahr die Fülle an Möglichkeiten, diese Ausstellungen zu präsentieren, Geschichten zu erzählen über die Geschichte oder aus der Geschichte des Tanzes. Ich heiße Gabriele Konrad-Scholl. Ich leite die fotografische Sammlung der SK-Stiftung Kultur. Ich bin Claudia Schubert und wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der fotografischen Sammlung SK-Stiftung Kultur. Bei uns dreht sich alles um die sachlich-dokumentarische Fotografie bzw. konzeptuelle Fotografie.
ein ganz wesentlicher Fotograf der dokumentarischen und sachlichen Fotografie, das ist August Sander. Inzwischen ist die fotografische Sammlung, kann sie auf einen sehr großen Bestand blicken. Es sind 40.000 Fotografien, die in unseren Depots sich bewahrt werden und sich befinden. Es ist so, dass unsere Ausstellungen immer wieder ein neues Gesicht finden, nicht alleine dadurch, dass wir auf unseren eigenen Sammlungsbestand zurückgreifen, sondern auch dadurch, dass wir Ausstellungen, die mit unserem Sammlungsbestand im Dialog stehen, übernehmen. Auch wenn es um Leihgaben geht in andere Häuser, wenn wir auch international Leihgaben aus anderen Häusern zu uns nehmen in unser Ausstellungsprogramm und hier eben auch zeigen. Das vergleichende Sehen steht bei uns im Mittelpunkt, aber auch das Digitale spielt natürlich heute eine zunehmend wichtige Rolle und auch dies nochmals mehr einschätzen und verorten zu können, auch dahin geht unsere Zielsetzung. Wir sind ziemlich dynamisch und werden auch immer wieder neue Projekte finden und mit der Zeit gehen. So ist die Digitalisierung bei uns drin und das, was in den nächsten Jahren auf Köln noch zukommen wird, werden wir aktiv begleiten, Angebote haben für die Kölnerinnen und Kölner und immer wieder auch mal zeigen, was wir früher gemacht haben. Weil dafür haben wir unsere Archive. Dann digital, vielleicht sogar im Metaverse.